Wir saßen untätig im Büro herum. Der Alte erklärte mir zum x-ten Mal einen seiner Steine und Mephisto ging die letzten Rezensionen durch. Wir alle hatten bessere Tage gesehen. Goethes große Erfolge lagen eine Weile zurück und Mephisto hatte es nicht mehr mit Kalibern wie Faust zu tun, sondern nur noch mit drittklassigen Gangstern. Und ich? Ich war ein gescheiterter Dopingtrainer aus dem Osten, dem keiner auch nur noch einen Knochen hinwarf. Wir hatten eine ziemliche Flaute. Da war dieser Anruf wie eine Erlösung. Ein Konsortium von Geschäftsleuten hatte in 3 Olympioniken investiert und wollte, dass wir uns um sie kümmern. Also machten wir uns auf den Weg in ein abgelegenes Hochgebirgstal, das nur durch einen mysteriösen Tunnel zu erreichen war. Goethe, der Olympier, meinte, dort oben im Schnee sei vielleicht genau die erhabene Kulisse, um seinen Faust zu feiern. Er sagte, um ihn zu begehen. Das sei sein Osterspaziergang. Vor 200 Jahren, an Ostern, war das Ding erschienen. Das Leistungszentrum? Das Dorf sah aus wie ein Nachbau eines chinesischen Nachbaus. Man hatte die chinesischen Laternen, die Schriftzeichen, sogar ein Festzelt für die Massenparteitage und eine Verbrennungsanlage für belastende Dokumente. Wir waren nicht die Einzigen hier oben. Ich sah die bulgarischen Trainer, die ich von früher kannte, und Paris Hilton mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Männer, alles klar? Ja. Unsere 3 Kandidaten warteten oben auf der Bergstation. Sie waren einnehmend, aber völlig ohne Disziplin. Ich musste erstmal für die Kleiderordnung sorgen. Ach so, ja. Sie waren zwischen 7 und 10 Jahre alt und das Ziel waren die Winterspiele 2018. Auf einer abgesperrten Nebenstrecke ging es erst einmal darum, Technik zu lernen. Und abends wurde dann Kraft gebolzt. Besonderen Wert legten wir auf die Mahlzeit, bei der darauf geachtet wurde, dass entsprechende Zusatzstoffe wie Gummiringe in die Nahrung gemischt wurden. Schon Faust hatte ja nichts gegen leistungssteigernde Mittel. Auf eine Sache legte ich besonders großen Wert. Was müsst ihr beachten? Auf die Frisur! Richtig! Und los! Warum? Die meisten Dopingsünder, die aufflogen, hatten gleichzeitig ziemlich miese Frisuren. Wie Ben oder Merlin oder Katrin. Deshalb schärfte ich den Jungs ein. Immer auf die Frisur achten! Im Laufe der Trainingswochen wurden die Jungs so gut, ich kam da kaum noch mit. Einmal auf der Piste glaubte Mephisto, einen entfernten Verwandten entdeckt zu haben. Er beugte sich zu weit raus und fiel aus meiner Tasche. Es dauerte eine Weile, bis er wieder zu sich kam. Wach! Was die Tibet-Sache angeht, natürlich hatten wir mitbekommen, wie sich die Situation dort drüben zuspitzte. In unserem Mannschaftsquartier hingen tibetanische Gebetsfahnen. Der Bruder der Wirtin war Bergsteiger. Eine Betreuerin erklärte den Kids die Lage. Ich persönlich halte mich aus Politik raus. Aber muss man sich darüber wundern, dass die dort drüben jetzt nervös werden? Und dass gleichzeitig die Gier noch viel größer ist als bei uns? Das ist doch das Verlogene. Dass bei uns jeder zweite Abteilungsleiter insgeheim die brutale Effizienz der Chinesen bewundert. Und wir sprechen von Menschenrechten? Das ist doch Käse. Ich weiß, der Alte sieht das anders. Aber das ist nun mal meine Meinung. Eines Morgens, kurz vor Ostern, nahm ich Goethe in der Kabine zur Seite. Er sagte, er hätte gehört, dass die Chinesen die Winterolympiade 2018 bekommen sollen. Und sie wollen sie in Shanghai durchziehen, sagte er. Die Nordprovinzen sind ihnen zu unruhig. Mir verschlug es die Sprache. Goethe fuhr fort. Und sie haben offenbar neue Disziplinen im Programm. Das waren schlechte Nachrichten. Wir hatten uns auf die konventionellen Sportarten wie Stockschießen oder Skispringen konzentriert. Aber jetzt hatten sie etwas sehr Gemeines ausgeheckt. Chimikado. So, jetzt muss man versuchen, mit dem Stock vorsichtig, ohne die anderen zu berühren, den einen Ski rausfischen. Und ab! Ich besprach mich mit dem Alten und mit Mephisto. Wir einigten uns ziemlich schnell darauf, dass wir auch ein paar konventionelle Protestnummern drauf haben sollten, falls sie uns bei den Kontrollen schikanieren. Also im Kreis sitzen und für den Weltfrieden meditieren. In unseren Zeiten hätte es das alles nicht gegeben. Ostern war jetzt nur noch ein paar Tage entfernt und an Ostern vor 200 Jahren war der Faust erschienen, der erste Teil. Ich hatte, um den Alten zu überraschen, den Kids in den vergangenen Tagen Zeilen des Osterspaziergangs eingebimst. Nicht ohne Widerständen standzuhalten. Nein, nein, das machen wir nicht.
Ich war an das Gedichte auswendig lernen noch gewöhnt. Tut man ja heute nicht mehr in der Schule. Sportlich gesehen haben die Kids große Fortschritte gemacht. Im Skispringen hatten sie sich enorm verbessert. Das hier war kurz nach Trainingsbeginn. Und das hier vorgestern. Auch im Skimikado waren sie ja Spitzenklasse. Ich gab ihnen chinesische oder chinesisch klingende Namen, um sie an das andere Sprachmilieu zu gewöhnen. Solche, die aus meiner Zeit stammen. Ho Chi M. Name? Gut, Name? Prima. Und immer wieder die Disziplin. Es dauerte abends, bis sie sich ausgetobt hatten und auf den Loipenverlauf der Biathlonstrecke konzentrieren konnten. Einmal war ich gezwungen, am nächsten Tag Alkoholtests einzuführen. Bestanden. Du bist nicht betrunken. Was mein Geburtstagsgeschenk für den Alten anging, ich hatte den Kids beigebracht, im Stil der 50er Jahre zu deklamieren. Ich wollte den Alten nicht mit Regietheater-Experimenten verstören. Stück um Stück nahm ich der Bande die entsprechenden Sätze ab. Als der Tag gekommen war, nahm der Alte auf einem Schneeball Platz und ich führte ihm unser Kunstwerk vor. Vom Eise freit den Strom und Bäche des durch das frühlingsheulenden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her wendet er fliehend nur ohnmächtige Schauerkörnigen Eises und Streifen über die grünende Flur. Doch die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Wenn man so hinhört, wie ich es gelernt habe, dann ist der Osterspaziergang ein subversives Gedicht. Er könnte sich auf einen möglichen chinesischen Frühling beziehen. Der Alte hatte die Kids besonders lieb gewonnen und stellte sich gerne dem Gruppenfoto. Er war sogar ein wenig geschmeichelt. Kurz darauf brachen die Kids auf. Tschüss, Goethe. Unsere Olympia-Hoffnung für Shanghai 2018. Auf Shanghai! Der Alte war gerührt und winkte ihnen hinterher. Ich muss sagen, mir wurde auch mulmig. Diese Kameradschaft hier in den letzten 3 Monaten fast wie in alten Tagen. Tschüss. Sind die Olympischen Spiele tot? Ich glaube es nicht. Ich habe mich mit den Alten in den vergangenen Tagen oft darüber unterhalten. Tot waren die Olympischen Spiele in den letzten Wochen ganz sicher nicht. Sie sind nach wie vor die größte Show der Welt. Die Olympischen Spiele, wie sie heute sind, dieser globalpolitische Tingeltangel, sind, wie ich finde, eine Prophezeiung aus dem Faust. Ein grandioses Gleichnis auf unser veloziferisches Zeitalter, wie es der Alte immer nennt. Aber was weiß ich. Wir sehen uns in Shanghai. Herr Matusek, übertreiben Sie nicht mit die Frisur. Sehen Sie, junge Dame, von Korea Universella? Ich glaube nicht, dass ich es so weit gebracht hätte, wie ich es gebracht habe, wenn ich ein bisschen auf meine Frisur geachtet hätte. Befreit den Strom und Bäche. Durch des Frühlings. Nein, ich bin. Name? Das ist der Harpazon. Und immer auf die Frisur achten.